Hey, ja, hier ist der Stuppen. Willkommen zurück zu Burnout 3 Takedown zur Fortsetzung dieses Spiels, wo wir beim letzten Mal in den USA einen Crash durchgeführt haben, wo wir von der Brücke springen mussten, um dort noch mehr Schaden zu verursachen. Haben wir den ersten Versuch richtig so gemacht haben, hat auch geklappt. Für die Goldmedaille, deswegen haben wir da wieder eine weitere verdient. Und haben auch fast das nächste Auto verdient, aber dafür brauchen wir noch einen Crash. Den machen wir jetzt. In den USA nach wie vor sind wir noch dabei. Und zwar diesmal in Downtown. Die CrashNav-Updates sind da. Und wenn ihr nicht schon da wart, dann ab zur neuesten Downtown-Crash-Kreuzung. Und zwar crashen wir nicht in Wreck City, sondern erst in Dead End. Grüne Bronze, um eine neue Crash-Kreuzung freizuschalten. In den USA brauchen wir nach wie vor. Und würde sagen, ja, los geht's. Die Crash-Kreuzungen sind eröffnet. Wie viel Schaden könnt ihr anrichten? Aha, da müssen wir hin. Aha, müssen von rechts rum, von rechts irgendwie rumkommen. Aha, okay. Hier brauchen wir auf jeden Fall für Gold hier $500.000 Schaden brauchen wir dafür Sachen. Und das ist also relativ wenig. Gut, ist hoch, aber 500.000 immerhin, aber im Vergleich zu, was wir beim letzten Mal und so, was wir letztes Mal so erreicht haben, sag ich mal so, ist relativ wenig. Und 10 Wracks nur bis zum Crashbreaker. Das geht ja sogar noch. Na, dann würde ich mal sagen, los geht's. So, da, der Start war nicht so gut, aber. Naja, müssen wir damit klarkommen, dass wir hier nicht Tempo, kein Tempo haben. Na, bin ich gegen diesen LKW geprallt. Das ist immer das Problem, ey. Komm ich auch nicht mehr rüber meistens, wenn da die Questbreaker, komme ich nicht mehr hoch genug. In Downtown wartet eine Prachtkreuzung auf euch. Also, werft den Gang rein, den Gegner von der Straße und euch selbst in den Verkehr. Doch da alle, wir empfehlen die mal die Goldenen zu kriegen und dann mal gucken. So. Ach, jetzt ernsthaft. Nein, geht vielleicht noch unter Umständen. Nein, geht nicht mehr, weil ich jetzt zu weit wegkomme. Wenn ich mal noch reinkrächte, hätte ich vielleicht noch sagen können, vielleicht komme ich da noch hin, aber nein, so nicht. Aha, die Crashkreuzungen sind eröffnet. Wie viel Schaden könnt ihr anrichten? Das kann doch nicht sein, da fliege ich dann gegen das gleich blöde Schild. Das kann nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht angehen, ne? In meinen Augen, aber naja. So, oh. Jetzt habe ich gar nichts, habe ich nirgends reingefahren. Ey, ich bin mal fallen vorbei, das glaube ich jetzt nicht. Ach, das ist doch nicht wahr. Man nehme einen völlig irren Fahrer, eine überfüllte Straße, ein mit Boost vollgetanktes Auto und dann Vollgas. Mann. Ach. Das war voll blöd. Ja, ich komme nicht auf die Gegenfahrbahn, deswegen mache ich da kein Unfall, das ist das Problem. Die fahren alle vorbei. Das wird einen ordentlichen Schrotthaufen geben. Der Innenstadtverkehr staut sich und die Chancen stehen gut. Gebt Gas! Da gibt's auch keine Gaffer irgendwie, die mal anhalten, damit Auffahrunfälle verursachen. Leider nicht. Nicht im Spiel hier. Es ist halt nicht realistisch, ne? Deswegen. Deswegen gibt es keine Gaffer.
Ja, ich bin vorbeigekommen. Wo ist er? Ja! Haben wir von der Kamera irgendwo, da haben wir gar nichts von gesehen von der Erzählung, ne? Aber trotzdem, was sind 777.000 haben wir verursacht an Schaden, das ist gut, ja, gut. Hat ja funktioniert am Ende. Ja, neues Auto, neues Event und neue Belohnung freigeschaltet. Aber nur besser. Da haben wir einen Quest-Call-Schlagzeile uns verdient. Und ein neues Auto! Super! Belohnung für 15 Millionen Dollar im Crash-Modus. Und zwar der B-Team-Ren. Ist ja klar, worauf ich das bezieht, auf das A-Team. Aber wer ist Teil des B-Teams, ist ja die Frage, ne? Keine Ahnung. Das ist auch mal auch ein Crash-Fahrzeug. Falls ihr also beim nächsten Mal A-Team seht, wisst ihr Bescheid, wo das Auto noch zum Einsatz kommt. Völliges Desaster! Verkehrsinfarkt nach Zerstörungsorgie! Ja, Zerstörungsorgie haben wir verursacht und haben entsprechend eine weitere Crash-Kreuzung erfolgreich abgeschlossen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß damit. Denkt wie meine Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt auch an Facebook und Twitter, um mir dort zu folgen. Denkt an den Discord, um mit mir zu quatschen und mit mir in Kontakt zu treten. Um mitzuspielen bei den anderen Spielen und ähnliches, um mit anderen Leuten zu reden. Und ja, die Steam-Gruppe natürlich auch nicht vergessen, da könnt ihr mich auch hinzufügen und beitreten und vielleicht diskutieren, wenn ihr dort lieber sein wollt. Und alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und daher sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.